Redakteurin bei netzpolitik.org, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, ich glaube, ihr kennt sie alle, zum Thema autonome Fahrzeuge von Menschen und Autopiloten, Konstanze Kurz. Vielen Dank. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Ich rede ohnehin immer sehr schnell. Ihr müsst euch also alle sehr konzentrieren, denn wir haben wenig Zeit und viel Material. Worüber werde ich sprechen? Ich werde was sagen zu den Ergebnissen einer Ethikkommission, die der Verkehrsminister eingesetzt hat. Ich werde was sagen zu der Gesetzeslage, die sich dieses Jahr geändert hat und so ein bisschen die Probleme aufwerfen, die diese Ethikkommission tatsächlich auch benannt hat. Das ist mein, sozusagen mein genereller Scope. Ich habe ein Cover, was vielleicht einige gesehen haben, ist ein Ausschnitt von einem Cover vom Economist hier eingespielt. Mein Eindruck ist aber, dass so die autonome Fahrzeugwelt wohl nicht aussehen wird, zumindest nicht, wenn man den Vorschlägen der Ethikkommission folgt und sich ein bisschen ansieht, wie die derzeitige Technik aussieht. Da werde ich so ein bisschen drüber reden. Also ich habe eine ganz kleine Einleitung, nur um mal klar zu machen, worüber wir eigentlich reden. Das klebt allerdings nicht, was ein Problem ist. Sekunde. Ich will einfach nur, dass mich auch auf dem Stream alle hören können. Es klebt. Oh. Hättest du mir gesagt, dass es das gibt, hätte ich gleich darauf verzichtet. Dankeschön. So. Ich will nur mal klar machen, wo derzeit der Stand der Dinge ist. Wir haben auch in Europa mittlerweile eine Menge Pilotprojekte. Ich will mal vorher fragen, wer von euch saß schon mal in einem Fahrzeug, was er nicht selbst gesteuert hat, sondern von einer Software gesteuert wurde? Ja, das sind so 7, wenn ich jetzt so richtig gezählt habe, also noch relativ wenige. Dennoch, die Projekte laufen und ich habe jetzt mal den zu sagen, Bundesstaat der USA mitgebracht, wo ich gestern noch mal guckte, wie viele Firmen da schon eine Erlaubnis haben, auf normalem öffentlichen Straßenland zu fahren. Denn die zuständige Behörde in Kalifornien, die hat immer so eine Liste, da kann man ansehen, wie lange Pilotprojekte laufen und mit welchen Bedingungen. Die habe ich hier mal nur mal so einleiten, damit man sich klar macht, wo der Stand der Technik gerade ist, hier mal hingeliefert. Es sind also enorm viele, viele Millionen Meilen mittlerweile, wenn man nach Asien guckt, etwa Baidu hat auch ähnlich lange laufende Pilotprojekte. Also wir sind da nicht mehr am Anfang der Technik, sondern mittendrin. Hier sieht man, man braucht nicht die ganze Liste lesen. Man sieht also die typischen Autofirmen, Mercedes-Benz und Subaru und Ford und Honda. Aber eben natürlich auch viele der Zulieferer, die die Software machen, die eigene Erlaubnisse haben, Fahrzeuge auf öffentlichem Straßenland zu bewegen. Aber auch zum Beispiel die Firma Nafia wäre dabei, die macht so Kleinbusse, die ja mittlerweile in Europa auch schon getestet werden. Also der Bereich ist relativ groß. Ich habe so ein bisschen die typischen Fehlerklassen, die man aus den Berichten jetzt sieht, sehr nicht technisch, einfach nur um klarzumachen, was bei diesen vielen 10.000, 100.000 Kilometern am meisten vorkam. Es sind einmal Objektfehlerkennungen, häufig Schilder oder Aufkleber an Autos, die einfach fehlinterpretiert werden. Dann Schattenwürfe sind nach wie vor ein Problem, das ist seit Anfang an bekannt. Spiegelungen des Sonnenlichts sind nach wie vor ein Problem. So diese typische, diese Softwareprodukte haben natürlich keinen Common Sense in dem Sinne, wie eben Menschen problemlos einen Schatten von einem tatsächlichen Objekt unterscheiden können. Die Horizontfehlinterpretation ist relativ häufig, wird von mehreren Herstellern immer wieder berichtet und bekannt wurde der Tesla-Fall sicherlich, denn der Tesla-Fall hat einfach international Presse gemacht, weil da eben ein Mensch zu Tode kam. Allerdings ist der Tesla natürlich auch kein Autopilot, sondern fordert ja den Menschen auch permanent auf, selbst das Steuer zu übernehmen. Also nicht in dem Sinne ein pilotiertes Fahren, sondern ein Assistenzsystem. Generell kann man sagen, wenn man gibt noch mehr Fehlerklassen. Ich habe jetzt nochmal so die ganz doll typischen, die von vielen der Hersteller beschrieben werden, hier gelistet. Generell kann man sagen, die gesamte Beschriftung und Bezeichnung, auch natürlich die Umfeld im Sinne von den Linien, die wir auf Fahrzeugen haben und so weiter, sind eben für menschliche Betrachter optimiert und nicht unbedingt für Maschinen. Das wird sich sicherlich im Laufe der Jahre dann auch ändern, um die zunehmende Anzahl von autonom oder teilautonom fahrenden Fahrzeugen besser leiten zu können. Da sind auch schon eine Menge Versuche zugange.
Es gibt interessante Problemfälle, wer sich damit beschäftigt. Für mich ist es ja ungefähr schon 10 Jahre oder so ein Thema, der entdeckt natürlich immer, wie leicht wir Menschen es manchmal haben, durch diese Straßenverkehrsbeschilderung und so weiter zu navigieren und wie schwer teilweise Software fällt. Das heißt, technologisch sind schon noch ein paar Hürden da. Aber der Bundesverkehrsminister hat versucht, erstmal ethische Probleme zu adressieren. Dazu hat er eine Kommission einberufen, die dieses Jahr diesen Bericht abgab. Der Verkehrsminister hat da so ein bisschen, kommt da so ein bisschen bombastisch rüber. Ja, das ist die weltweit erste Kommission und wir haben die ersten Regeln. Stimmt natürlich nicht, ist in großem Maße übertrieben. Wenn man in die USA blickt oder auch in mehrere Länder in Asien, gibt es solche Diskussionen schon lange. Die Ethikkommission selbst hat eine lange Liste in ihrem abgegebenen Bericht, wo sie sich auf frühere Forschung und Projekte bezieht. Also ist keineswegs so ein allererster Ansatz. Aber der Verkehrsminister neigt immer so ein bisschen zum auf die Pauke hauen. Die Kommission wollte sich also bei vor allen Dingen zu vernetzten, zu teil- und vollautonomen Fahrzeugen und den ethischen Fragen damit auseinandersetzen. Die Problematik beginnt natürlich eigentlich sehr viel früher, nämlich dann, wenn wir Assistenzsysteme haben, die wichtige Funktionen des Fahrers tatsächlich übernehmen. Und das ist ja heute schon in vielen Fällen, umso teurer das Auto wird, umso mehr der Fall. Wir haben ja auch einige Fälle, mit denen wir schon beschäftigt sind, wo das mal schiefgegangen ist. Denn die meisten Menschen, die über die Ethik dieser Fahrzeuge reden wollen, reden vor allen Dingen über Unfallsituationen und Extremsituationen. Davon hat die Ethikkommission im Wesentlichen abgesehen, was ich für einen großen Vorteil halte. Sie hat nicht versucht, die typischen krassen Dilemmata aufzuzählen, sondern sie hat sich an die grundsätzlichen Probleme und an die Vorschläge, wie man da rangehen könnte, gemacht. Und der Leitung von Udo Di Fabio, den Namen werden vielleicht einige kennen, denn er war lange am Bundesverfassungsgericht. Ansonsten haben wir Juristen, Philosophen, Sozialwissenschaftler, Informatiker, Theologen, den ADAC, Verbraucherschützer und Vertreter der Automobilindustrie. Und im Juni kam der raus und jetzt gerade, also glaube am 27. oder 28. August, hat das Bundeskabinett den Bericht auch angenommen und hat einen Maßnahmenkatalog auch schriftlich bei der Bundesregierung runterzuladen, den ich ganz am Ende nochmal kurz ansprechen will. So sieht sie aus. Wir haben genauso viel Geistliche wie Frauen. Man muss schon sagen, die Zusammensetzung der Kommission hat sich auf den Bericht auch ausgewirkt. Der Kommentar ist gar nicht von mir, der war unter dem Artikel, den ich dazu geschrieben habe und ich fand den so herzig. Dadurch, dass die Juristenquote relativ hoch ist, fällt diese gesamte Bewertung sehr normativ aus. Ja, Juristen betrachten, glaube ich, die Welt eher auch von den normativen Lösungsansätzen. Ich denke, das hat dem Bericht insgesamt aber nicht geschadet. Ethische Fragen wären in vielen Fällen aber andere. Denn die Ethik hat mit Entscheidung und Verantwortung von Menschen zu tun. Und hier hätte man eigentlich auch sehr viel stärker die Hersteller adressieren sollen. Man hat aber hier eher so diesen Regulierungsrahmen. Man ist halt auch vom Ministerium beauftragt im Blick. Insofern will ich darauf verweisen, dass wir auch einen nationalen Ethikrat haben, der sich ebenfalls mit autonomen Systemen beschäftigt, eine sehr viel langfristige Agenda hat und auch nicht mit Vertretern der Automobilindustrie besetzt ist. Und insofern ist es vielleicht auch ganz interessant, sich die Ergebnisse des Ethikrates in Bezug auf solche autonomen Systeme dann mal vergleichend dagegen zu halten. Ich habe übrigens die Namen hier auch mal gelistet, nur wenn man die wissen will, die sind natürlich auf der Seite des Bundesverkehrsministeriums auch enthalten. Wie man schon sieht, die meisten sind eher akademische, also Wissenschaftler und relativ viele Juristen. Aber achso, die gab so ein bisschen Netzspott darüber, dass es in dieser Ethikkommission keine Philosophen gibt. Das stimmt nicht. Ist ein Wirtschaftsethiker dabei, der auch in der Philosophie promoviert hat. Also das ist nicht philosophenfrei. Das war so ein bisschen ein Witz, der sich im Juni durchs Netz zog. Das stimmt nicht. So sieht der Bericht aus. Okay, was steht drin? Ich werde so relativ kurz zusammenfassen. Der Bericht hat im Wesentlichen 20 Thesen. Ich werde aber nur die, die mir sehr wesentlich erscheinen, bringen. Da gibt es noch so ein paar Aspekte, die zum Beispiel den Tierschutz und so was angehen, die werde ich jetzt hier nicht adressieren. Prinzipiell hält die Kommission dann automatisiertes und vernetztes Fahren für geboten, wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen als Menschen. Aus technischer Sicht habe ich keinerlei Zweifel, dass das im Ergebnis so sein wird nach ein paar Jahren. Ich glaube, die typischen Fehler, die Menschen machen, sind sehr gut messbar, sie sind sehr gut bekannt und sie können sehr gut mit Software ausgeglichen werden. Insofern die Ursprungsfrage, die sich die Ethikkommission mal gestellt hat, nämlich
Ob die überhaupt zu empfehlen sind, wird damit in gewisser Weise bejaht. Zuerst sollen die teil- und vollautomatisierten Systeme der Verbesserung der Sicherheit aller dienen. Aller, nicht nur natürlich des Fahrers selbst, sondern aller. Das ist, glaube ich, keine kleine Aufgabe, wenn man sieht, wie bei uns die Verkehrsinfrastruktur gebaut ist. Sie ist sehr autozentriert. Der Ansatz der Kommission ist aber durchaus, alle Verkehrsteilnehmer im Blick zu haben. Und aus meiner Sicht, da bin ich vielleicht etwas, habe ich vielleicht eine etwas technische Brille, aber mein Gefühl ist ja, dass ich als Fußgänger sehr viel besser gestellt werde, wenn die ganzen autonomen Autos immer anhalten, wenn ich über die Straße gehe. Als Fußgänger. Also und generell sollen sie natürlich der Unfallvermeidung dienen, das wären sie sowieso, weil sie sehr viel defensiver waren als Menschen tun. Sie haben natürlich auch keine Launen, sie sind nicht müde, sie nehmen keine Drogen, sie können sich sehr viel länger konzentrieren als ein Durchschnittsfahrer und so weiter. Also diese Annahmen hat die Kommission als Zielsetzung zur Risikominderung benannt. Außerdem soll natürlich der Personenschaden vermieden werden und der Sachschaden eben vor dem Personenschaden kommen, sofern es überhaupt kalkulierbar ist. Natürlich nicht in allen Fällen der Fall sein wird. Und der Schutz des menschlichen Lebens soll höchste Priorität haben. Soweit also die Grundsätze, die, glaube ich, auch niemand furchtbar überraschend finden wird. Die Frage ist eher, oder die Fragen, die werden haariger, wenn es darum geht, wer ist tatsächlich schuld, wer trägt Verantwortung, wer trägt sie auch im finanziellen Sinne. Deswegen komme ich jetzt mal zu den Unfallsituationen. Hier haben Sie in der Ethikkommission einen wichtigen Grundsatz festgelegt, immer im Hinterkopf behalten. Das Bundeskabinett hat sich kürzlich entschieden, diesen Bericht der Ethikkommission anzunehmen. Und wir können nachher mal vergleichen, wie in dem Maßnahmenkatalog tatsächlich diese Ethikkommission Vorschläge umgesetzt sind. Man darf in diesen Fahrzeugen in keinem Fall, es ist immer unzulässig, Menschen zu qualifizieren nach seinen Merkmalen wie eben Geschlecht, Alter, körperliche und geistige Konstitution. Das sind aber nur Beispiele. Man könnte sich also auch andere Merkmale von Menschen nehmen, nach denen eben nicht unterschieden werden darf. Sie sollen also prinzipiell und nie nach diesen persönlichen Merkmalen unterschieden werden. Damit sind diese ganzen Diskussionen, die ich hier sonst nicht weiter adressieren will, um die typischen Dilemmata, ja, diese Trolley-Problem, die aus technischer Sicht ohnehin als extremer zu diskutieren interessant sind für die intellektuelle Herausforderung, aber praktisch überhaupt keine Rolle spielen, im Prinzip auch abgehakt, weil man mit diesem Grundsatz diese extremen Situationen im Prinzip adressiert, nämlich mit einem klaren Verbot. Außerdem, ein interessanter Punkt, der in der Berichterstattung fast nicht stattfand, ist, dass die Ethikkommission eine Bundesstelle für Unfalluntersuchung anregt, die so eine automatisierten Verkehrssysteme betrachten soll. Das halte ich für sehr wichtig. Das Wissen darum, auch das akademische Wissen, sowohl hier wie aber auch weltweit, um Unfallursachen, die mit elektronischen Komponenten zu tun haben, ist absolut wenig, sehr wenig sogar. Ich hatte dazu, wer das mal ein bisschen nachlesen will, findet man auch bei Netzpolitik.org mal ein längeres Interview mit einem Forscher, der seine Abschlussarbeit versucht hat zu schreiben über Softwarefehler im Sinne der Security und auch im Sinne der Safety. Es ist also ein riesengroßes Loch an Nichtwissen. Und insofern fand ich diesen Vorschlag, der sehr praktisch ist und mit Ethik eigentlich wenig zu tun hat, aber um das Wissen zu verbreitern, sehr sinnvoll. Der ist leider in dem Maßnahmenkatalog der Bundesregierung jetzt so nicht drin, aber insgesamt hat ja die Bundesregierung den Bericht angenommen. Ohnehin wird natürlich jede Entscheidung nicht mehr in dieser Legislaturperiode stattfinden, sondern mit der neuen absoluten Mehrheit von Merkel. Das nehme ich zurück. Die Haftung. Jetzt wird es aber richtig haarig. Die Haftung. Prinzipiell sollen die Grundsätze wie in der übrigen Produkthaftung gelten. Das ist natürlich eine sehr juristische Herangehensweise, aber kann man sicherlich nachvollziehen. In jeder Situation, schreibt die Kommission, soll klar und erkennbar sowie stetig dokumentiert mit einer Blackbox sein, ob der Mensch oder der Computer für das Fahren zuständig ist. Keine kleine Forderung und technisch auch sicherlich nicht so einfach umsetzbar. Die Automobilhersteller stellen sich ja so eine Übernahmephase vor von 7 bis 9 Sekunden, dass man also einen Hinweis bekommt. Ja, Attention, Fahrer, ja, werde wieder aufmerksam, dreh dich vielleicht um und dann übernimm das Fahrzeug wieder. Praktisch wird es aber so auf gar keinen Fall laufen, erkläre ich auch gleich wieso. Und der dritte Aspekt der Haftung ist natürlich, dass die Gewährleistungsverantwortung weiterhin beim Staat liegt, weil er ja diese Fahrzeuge auch zulässt. Auch dieser Aspekt ist natürlich nicht ganz
nicht ganz unkritisch, kann man sich vorstellen. Denn für die Zulassung solcher Fahrzeuge werden sicherlich auch erstmal Regeln herausbilden müssen, die derzeit in der Zulassung nicht umfasst sind. Dafür gibt es natürlich auch schon Beispiele. Ich erinnere an so einen Fall von diesen kleinen Bussen. Das war der erste Fall in Europa, die auf öffentlichen Straßen dann fuhren, ohne Fahrer. Jetzt sind so eine 30 km/h, 7 bis 9 Leute Kleinbusse, die fahren in so einer Stadt rum. Und jeder darf die auch benutzen und die haben aber keine Bremse und natürlich auch kein Lenkrad. Und das hat die Zulassung natürlich vor interessante Probleme gestellt, weil sie gar nicht Fahrzeug in dem Sinne waren. Also hier stellen sich natürlich auch praktische Probleme, aber es war eine Ethikkommission, nicht wahr? Können alle noch mit? Ich weiß, ich rede sehr schnell, ich habe nur 4 Stoff. Sind alle noch da? Ja, gut. Nun kommen wir mal dazu, ich konnte mir das nicht klemmen, was unser Herr Minister dazu gesagt hat. Denn der hat sich die Schuspe rausgenommen, bevor seine Ethikkommission fertig war, die ohnehin nur ein paar Monate hatte, einfach mal die Gesetzeslage zu ändern. Das ist also schon geschehen, bevor die Ethikkommission ihren Bericht fertig hatte. Und dazu habe ich ein Zitat, bedanke mich für das Transkribieren bei unserer Praktikanten, wo er Folgendes sagt, ich werde es vortragen, ungefähr in dem Sprechtempo von ihm. Wenn der Mensch selber fährt, dann haftet er wie bisher auch. Wenn der Computer das Auto fährt, dann haftet der Hersteller. Und damit dies auch einwandfrei nachgewiesen werden kann, muss es eine Blackbox im Auto geben, die zum einen registriert, wer fährt, und aber zum anderen auch registriert, ob der Computer fehlerfrei funktioniert oder ob das System auch Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall bleibt die Haftung, wenn der Computer gefahren ist, beim Hersteller. Und die Blackbox wird helfen, dies auch genau zu identifizieren. Er beschreibt also für einen Pressevertreter die Gesetzeslage. Und die habe ich jetzt hier mal kurz zitiert. Die geht so. Der Fahrzeugführer ist im neuen Gesetz verpflichtet, die Fahrzeugsteuerung unverzüglich wieder zu übernehmen. Erstens, wenn das hoch- oder vollautomatisierte System ihn dazu auffordert oder zweitens, wenn er erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstände erkennen muss, dass die Voraussetzungen für eine bestimmungsgemäße Verwendung der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen nicht mehr vorliegen. Das heißt, die Haftung liegt in keinem Fall bei dem Hersteller. Die wird in sehr vielen Fällen umstritten sein, weil man sich eben nicht wie auf meinem Eingangsfoto irgendwie zurücklehnen kann, Füße hochlegen kann, umdrehen kann oder schnarchen kann, sondern man muss ja, um diese offensichtlichen Umstände zu erkennen, die Fahrsituation verfolgen. Das ist also eine interessante kognitive Dissonanz zwischen dem, was im Gesetz steht und den Tatsachen, mit denen Dobrindt versucht, das Gesetz sozusagen zu verkaufen. Und Heribert Prantl nannte in der Süddeutschen Zeitung den Höhepunkt der Lausigkeit, wo ich finde, er hat ganz gut getroffen. Es ist relativ wenig darüber berichtet worden, aber man kann schon sagen, es sind Geschenke an die Autoindustrie ist. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, wie groß das Geschenk ist, wenn wir uns den Maßnahmenkatalog ansehen. Aber noch weiter in den Thesen der Ethikkommission. Es gibt aus meiner Sicht sehr wichtige Vorgaben, die Ethikkommission machen will für Daten und generell für die Handlungsfreiheit. Grundsätzlich soll der Fahrer selber entscheiden über die Verwendung seiner Fahrzeugdaten. Angesichts unserer Datenreichtum, Kanzlerin, halte ich es für ein wichtiges Statement, wo wir uns auch dafür stark machen müssen, dass es so umgesetzt wird. Künftige Geschäftsmodelle sollen ihre Grenzen in der Autonomie und Datenhoheit der Verkehrsteilnehmer finden. Und zwar nicht nur vom Fahrer, sondern auch der Verkehrsteilnehmer, also anderer Betroffener. Das finde ich ein wichtiger Punkt, ist mir fast überraschend klar und findet sich auch im Maßnahmenkatalog wieder. Generell empfiehlt die Ethikkommission, dass man einen Anspruch entwickeln soll auf eine hinreichend differenzierte Aufklärung über neue Technologien und ihren Einsatz. Halte ich auch für sehr wichtig, denn wir haben ein bisschen gehört eben von Mr. Dischke. Ich glaube, eine informierte Entscheidung kann man ohnehin nicht treffen, wenn man nicht einigermaßen informiert ist. Aber einen Anspruch darauf zu haben, ist natürlich eine höhere Forderung. Halte ich für sehr, sehr wichtig. Betrifft natürlich nicht nur Daten, sondern betrifft auch andere Funktionalitäten. Also der Anspruch wäre nicht nur für Datenfragen, sondern sicherlich auch für das Verständnis von Assistenzsystemen oder tatsächlich pilotierten Systemen wichtig. Die Kommission sagt auch, es kann keine Pflicht geben, technische Möglichkeiten wahrnehmen zu müssen. Halte ich für sehr farfetched. Tut der Gesetzgeber heute ja auch. Bestimmte technische Vorrichtungen im Fahrzeug sind vorgeschrieben und wir können nicht sagen, wir wollen sie nicht benutzen, zum Beispiel Bremsen.
Ich halte das in der Zukunft für eine ziemlich spannende Diskussion, wie das mit dieser Pflicht aussehen wird, insbesondere dann, wenn sich ganz klar, auch statistisch ganz klar erwiesen haben wird, wie stark die Unfallvermeidung mit diesen halb- oder vollautonomen Systemen sein wird. Also halte ich für ziemlich far out, aber diese Pflicht wollen die Mitglieder der Kommission nicht auferlegen. Die praktische Unentrinnbarkeit, was ich für einen schönen Begriff halte, hält die Kommission für ethisch bedenklich. Ob es nicht aber doch praktisch unentrinnbar sein wird, ich denke, wir werden es in unserer Lebenszeit wahrscheinlich noch erleben. Ich möchte daran erinnern, dass das alles keine neuen Forderungen sind. Ja? 2014, das ist die 88. Datenschutzkonferenz, wo sich immer wir haben ja auch einen Bundesdatenschutzbeauftragten, das ist jetzt eine Frau, die heißt Vosshoff, und die Landesdatenschutzbeauftragten immer so treffen. Und die haben schon damals, 2014, so eine Grundsätze aufgeschrieben und als Forderung an die Automobilindustrie gestellt, denn die werden auch heute nicht umgesetzt. Viele Datenverarbeitungen aus Fahrzeugen sind dem Fahrer nicht bekannt. Insofern ist das auch eine Forderung, die wir an heutige Systeme stellen müssen. Ich wollte das nur mal kurz diese Kommission hat natürlich auch nicht alles neu erfunden und der Maßnahmenkatalog, den die Bundesregierung jetzt aufgelegt hat, hat natürlich auch Forderungen, die eigentlich schon lange stehen und auch von heutigen Systemen gar nicht, jeweils nicht vollumfänglich erfüllt werden, enthalten. Ja, wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Das ist der Tweet von Steffen Seibert, der jetzt kürzlich, also am 23. August, diesen Maßnahmenkatalog bewirbt auf Twitter, nämlich dass das Bundeskabinett in diesem Fall die Empfehlung der Ethikkommission umsetzt. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Ein Maßnahmenkatalog ist erstmal keine Umsetzung. Unter Umsetzung würden sich die meisten wahrscheinlich gesetzliche Regelungen vorstellen oder andere Regulierungen jedenfalls. Aber zumindest ist der Maßnahmenkatalog veröffentlicht worden. Darin sind tatsächlich eine der Maßnahmen ist die fortlaufende Überprüfung und Anpassung des Straßenverkehrsrechts mit dem Aufkommen dieser Systeme. Das ist natürlich ein No-Brainer, haben wir sicherlich auch erwartet vom Gesetzgeber, dass er sich nach und nach an die Straßenverkehrsrechtsregelung macht. Die Bundesregierung möchte einen gesellschaftlichen Dialog, um die Akzeptanz zu steigern, um alle Verkehrsteilnehmer, also nicht nur die, die drin sitzen und vielleicht von ihren Herstellern oder Vermietern des Fahrzeugs darüber Informationen erhalten, sondern eben alle. Halte ich für eine gute Forderung. Ich denke, ob es nun Akzeptanzförderung sein muss, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass in Deutschland ein großes Akzeptanzproblem zumindest derzeit besteht. Mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen, die ohnehin mit Assistenzsystemen schon in Kontakt sind, eine durchaus positive Haltung dazu haben. Das andere ist, dass man internationale Standards entwickeln will und Rahmenbedingungen haben will, damit man natürlich auch grenzüberschreitend solche Fahrzeuge nutzen will und, glaube ich, generell Standards anheben will. Der Bundesverkehrsminister hat natürlich wieder betont, dass er vorne weg ist und kein anderes Land der Welt hätte so tolle, moderne Regelungen. Das stimmt natürlich nicht. Dennoch halte ich es nicht für verkehrt, dass man international sich auf Standards einigt. Das wird sicherlich nicht so einfach, denn die Technologiefirmen haben teilweise unterschiedliche Ansätze, wie sie sich vorstellen, wie diese Fahrzeuge sich bewegen. Also wenn wir mal sehen, wie in den nächsten Jahren vorwärts geht und die anderen Aspekte, die ich aus dem Maßnahmenplan noch erwähnen will, sind die Daten- und Handlungsfreiheit betreffen. Da steht nämlich drin, dass Maßnahmen zum Ausgleich zwischen notwendiger Datenerhebung im Fahrzeug oder Fahrzeugumfeld, der Gewährleistung von Innovation und Wettbewerbsgerechtigkeit und informationeller Selbstbestimmung getroffen werden müssen. Also hier will man zu so einem Ausgleich kommen. Wir haben es also plötzlich von derjenige, der das Fahrzeug führt, soll die Datenhoheit haben, irgendwie so ein Maßnahmen zum Ausgleich, weil natürlich gewisse Daten erhoben werden müssen, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Wo da aber plötzlich die Gewährleistung der Innovation und die Wettbewerbsgerechtigkeit herkommt, ist mir nicht klar. Die Ethikkommission hat das so eigentlich nicht drin, aber nun ja, die Autoindustrie, wir kennen ja das aus der Dieselaffäre. Eine andere Sache ist, dass tatsächlich im Maßnahmenkatalog der Schutz vor totaler Überwachung drinsteht. Das ist ein Zitat, was ich doch einigermaßen überraschend finde. Also man möchte dort grundsätzliche Vorgaben entwickeln, die aber auch gleichzeitig mit Sicherheitsanforderungen verbunden werden, was sicherlich eine sinnvolle Forderung ist. Mir scheint nur,
Da müssen wir wohl auf die nächste Bundesregierung hoffen, die vielleicht ein bisschen andere Agenda fährt in Bezug auf Datenerhebung, als die jetzige gefahren hat. Wenn wir mal sehen, was da in der nächsten Legislaturperiode kommt. Ich bedanke mich für eure Konzentrationsfähigkeit. Konstanze Kurz. Du bist 2 Minuten vor der Zeit. Noch jemand Fragen? Da hinten, komm mal bitte hier runter. Okay, dann stelle ich sie nochmal. Also die Frage war, ob die Infrastruktur ist ja im Moment sehr auf Menschen ausgerichtet, ob die Infrastruktur in Zukunft auf autonome Systeme ausgerichtet wird. Ja, dazu gibt es international eine ganze Menge Ideen, bezieht sich vor allen Dingen auf die Markierung im Rahmen der Beschilderung, aber auch die Fahrbahnmarkierung und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge Ideen für den Bereich der Ethikkommission oder für den Bereich, der jetzt gesetzlich beschlossen wurde oder für den Maßnahmenkatalog. Sind da nur sehr vage, auch nur Erwähnungen des Fahrzeugumfelds. Also da ist da nicht viel drin. Es gibt aber mittlerweile eine ganze Menge Hersteller, die auf Teststrecken einige versuchen. Und wir haben ja hier in Bayern auch so eine Teststrecke, wo sie sicherlich auch das Fahrzeugumfeld umgestalten werden. Da ist aber hier nichts drin. Wenn du das noch allgemeiner meintest, im Sinne von, dass wir vielleicht mal unsere Umwelt ein bisschen mehr an die Menschen als an die Autos anpassen können, finden wir natürlich hier nichts. Also ich meine, da waren vielleicht zu viele Vertreter der Automobilindustrie, als dass man generelle andere Ansätze von dem Miteinander von Fahrzeug und Mensch finden würde. Eine Frage haben wir hier noch. Hallo. Vielleicht ein bisschen eine fiese Frage, aber wie weit kann man denn für Datensouveränität kämpfen, wenn die Autos quasi, die Daten sammeln, aber nicht weitergeben, doppelt so teuer sind? Ich glaube, es wird nur, ehrlich gesagt glaube ich, es wird nur am Anfang tatsächlich eine Preisfrage sein, weil ich glaube, wie bei vielen technologischen Entwicklungen wird es nach kurzer Zeit preiswerter werden. Meine Erfahrung zumindest mit den deutschen Autoherstellern ist, dass in den gehobenen Fahrzeugsegmenten, wo ja derzeit schon sehr viel Assistenzsysteme inklusive allerhand so Entertainment und also Convenience-Systeme, die ja auch oft Daten aufnehmen, enthalten sind, die Fahrer der gehobenen Preisklasse oft sehr datenvorsichtig sind. Die legen durchaus Wert, das wird sicherlich auch ein Teil der Entscheidung sein von den Herstellern, wie sich die Kunden positionieren. Und in dieser sehr teuren Fahrzeugklasse, wo man ja nun wirklich mittlerweile schon so gepampert wird, so von allerhand Systemen um einen rum, scheint es dafür entgegen dem Zeitgeist einen Sinn zu geben, dass man nicht permanent Daten an die Zentrale weitergeben will. Also ich bin da nicht so negativ, aber dazu neige ich auch. Vielen Dank für den Talk.